Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ein neuer Hintergrund, weil wir auch neu umgezogen sind. Wir wissen noch nicht genau, wie der Hintergrund sein wird in Zukunft, aber das ist erstmal das, was ich euch bieten kann. Ich hoffe natürlich, ihr könnt mich gut sehen als auch hören, denn der Raum ist etwas größer und halt auch so ein bisschen. Aber das Mikrofon ist hier und wir starten direkt einmal mit dem Video. Es fühlt sich sehr gut an, wieder vor der Kamera für euch zu sitzen. Ich habe heute wieder die große Ehre und darf euch etwas von Manifix vorstellen. Wie ihr wisst, bin ich großer Fan von deren Gelfolien. Die sind absolut genial. Next Level Gelfolien. Definitiv und auch so die einzigen, die da sind, denn das ist Gel zum Kleben auf die Nägel. Also richtig gut durchdacht. Und bisher habe ich immer einfarbige Geschichten genommen und hatte damit auch wirklich null Probleme, war super zufrieden. Gut, Babyboomer haben wir auch ausprobiert, aber ich war gespannt, wie so richtig Nähart bei denen sein wird auf den Nägeln. Denn wenn wir uns zurück erinnern. Wir ziehen ja auch so ein bisschen an den Folien und ich habe mir gedacht, so gerade bei Nailart, das wird doch reißen, das wird das Muster irgendwie nicht gut erhalten können. Wir werden sehen, wie es gleich in deinem Auftrag ist. Ne? Ich habe es natürlich hier schon auf der einen Hand drauf und es geht super schnell. Deswegen bleibt dran, viel Spaß dabei und dranbleiben lohnt sich. Was werdet ihr natürlich noch erfahren? Und ich werde euch heute, das kann ich auch schon mal verraten, Marble Dream vorstellen. Wunderschön, wenn man es so sieht. Aber ob es dann auch wirklich hält, was es verspricht, werden wir dann jetzt einmal sehen. Das sind jetzt also die Nägel, mit denen wir starten und ich freue mich sehr auf Manifix, denn es ist fix gemacht und ich habe gerade nicht allzu viel Zeit mehr. Also perfekt, ich habe gestern Abend schon einmal meine Nagelhaut bearbeitet, weswegen ich den ersten Schritt nicht machen muss, nämlich das Zurückschieben der Nagelhaut. Kann ich mir sparen? Das solltet ihr an der Stelle machen, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ich werde jetzt mir noch eine Runde Cleaner gönnen. In der Beschreibung steht auch, man darf es mit Spüli machen, aber Leute, ich bin klassisch. Ich nehme mir liebend gerne meinen Alkohol aus der Apotheke und eine fusselfreie Zellette und entfette damit einmal meine linke Hand. Und vorher gönne ich mir noch einmal kurz einen Handschuh rechts, weil ich sehr sauber arbeiten möchte. Und das funktioniert am allerbesten mit einem Handschuh. Und je weniger Fusseln und Fingerabdrücke auf die Folien kommen, umso besser ist es am Ende für die Haltbarkeit. Hier seht ihr Marble Dream. Sieht sehr, sehr schön aus. Also die Druckmaschine, die das macht, ist wirklich ein Genie. Und nicht jeder ist natürlich so gut im Nageldesign. Deswegen freue ich mich sehr über so etwas. Ist auch das erste Mal, dass ich so richtig Nail Art dann auch eben mit Manifix trage, abgesehen vom Babyboomer. Können die nämlich auch sehr, sehr gut. Ist eine meiner liebsten Varianten. Kleine Information dazu an der Stelle. Und dann werde ich jetzt gleich einmal das Ganze auf die Nägel auftragen. Und ich gucke schon mal so ein bisschen, was passen könnte. Und für diejenigen, die es nicht wissen, diese Folien sind dehnbar. Super wichtig, dass ihr das wisst. So könnt ihr nämlich wirklich perfekt an die Nagelhaut und an die Ränder rangehen. Und wie zeige ich euch natürlich jetzt gleich, falls ihr das so von Manifix bei mir noch nicht gesehen habt. Die erste Folie wird auch direkt die kleinste sein, auf dem kleinen Finger. Ich habe hier eine Pinzette, die schon sehr abgerockt ist, aber sie erfüllt nach wie vor sehr gut ihren Job. Und ich schnappe mir dann einmal die erste Folie. Und gehe so gut ich kann ganz, ganz nach unten bis an den Rand ran. Und es geht natürlich umso besser und umso präziser, je besser ihr eure Nagelhaut bis hierhin entfernt habt. So, wichtig ist, in der Mitte gut andrücken. Und damit meine ich halt super wichtig, sowas wie einen Handschuh zu tragen, weil durch dieses Andrücken, ich habe ja hier rechts auch ganz normale Haut, die auch fettet, ist ganz, ganz wichtig, dass wir halt einen Handschuh tragen, weil so eben Fett auf dem Nagel und eben auf der Folie verhindert wird. Wichtig deswegen, weil am Ende UV-Lack raufkommt und der mag gar kein Fett. Deswegen bin ich da sehr eigen. Jetzt schnappe ich mir einen Rand und ihr seht diese Lücke. Die ist natürlich super krass. Ich gehe jetzt so ein bisschen einmal hier hin. Und das ist ja die erste Folie so richtig mit total sichtbarem Design, die ich rauf mache. Sorry für dieses angestrengte Ziehen hier, aber ich gebe mir gerade wirklich Mühe. Und ich frage mich gerade, ob das Design denn nach wie vor so bleiben wird, wenn ich jetzt kräftig dran ziehe. Und ich ziehe wirklich mit Schmackes. Aber das scheint gut zu sein. Und ich gehe jetzt noch ein bisschen runter. Ich habe jetzt hier schon so ein bisschen Platz gewonnen. Traut euch da also ruhig auch. Nur so bekommt ihr die perfekten Ränder hin. Andere Seite auch. Bisschen in die Kurve unten rein. Und Achtung, kein Kontakt zur Nagelhaut natürlich. Ist natürlich super wichtig, dass ihr bei so einer hellen Farbe sehr schön die Ränder mitnehmt. Sonst sieht man halt wirklich, wo ihr es habt und wo nicht. Und das wollen wir natürlich verhindern. So, ich glaube, hier bin ich jetzt happy bei dem kleinen Finger. Und da ich happy bin, drücke ich jetzt nochmal ordentlich fest, was das Zeug hält. Und ich lasse auch erstmal den Überstand, darum kümmere ich mich am Ende. Ich mache direkt mit den nächsten Fingernägeln weiter.
Und das liebe ich ja daran, dass es eben so unkompliziert ist. Stellt euch vor, ich würde jetzt hier so ein Marble-Design selber noch designen müssen. Also das würde definitiv viel, viel mehr Zeit in Anspruch nehmen. Nächster Finger, wieder sehr weit unten ansetzen. In der Mitte ruhig schon so ein bisschen festdrücken, bis nach oben hin. Und für die Ränder ist jetzt wieder das Ziehen zuständig. Das gefällt mir und es geht so schön schnell. Ne, also gerade auch hier bei dem Finger bin ich hier unten etwas breiter und ich konnte richtig schön noch in die Kurve reinziehen, was mir sehr, sehr gut gefällt. Wirklich sehr, sehr gut. Und ihr könnt ja auch, um wirklich eure Größe rauszufinden, den durchsichtigen Träger richtig schön auf den Nagel legen und wirklich schauen, was ist für mich breit genug oder eben nicht. Und das ist ja wirklich richtig gut durchdacht. Aber das lobe ich immer wieder aufs Neue bei Manifix, weil es einfach auch stimmt und passt. Anders kann ich es nicht sagen. Für den Zeigefinger nehme ich die gleiche Folie wie auch für den Ringfinger. Das sollte auch bei euch in den meisten Fällen so der Fall sein, dass die sich sehr ähnlich sind von der Breite her. Beim Daumen ist das Schöne, dass hier wirklich mitgedacht wurde. Hier unten ist das Ganze etwas gerader und nicht so abgerundet wie bei den anderen Folien. Weswegen ich mir auch einmal diese Ecken nach unten setzen werde. So, wie ihr sehen könnt, ist es ziemlich gerade. Das ist typisch Daumen. Ansetzen, festdrücken. Gleich eine Hand fertig, ne? Wow. An der Stelle lasst mich gerne sagen, vertraut Manifix, das wird am Ende sehr, sehr gut aussehen und einfach jetzt schon, wenn ich das sehe, wie dieses Roségold einfach so richtig schön auf dem Nagel aussieht, das Ganze dünn ist und so weiter und so fort. Ich freue mich jetzt schon auf das Endergebnis und das ist ruckzuck erreicht, glaubt mir. Jetzt nehme ich mir einmal eine Schere. Ja, ich weiß, das ist keine Schere, aber etwas, das gerade in meiner Nähe rumfliegt. Und ich kürze schon mal so ein bisschen die Nagelfolien, ohne dass ich jetzt wirklich richtig nah an den Rand rangehe. Das machen wir jetzt gleich. Das wird mir jetzt erstmal gleich helfen, so ein bisschen mehr Kontrolle beim Nachdrücken zu haben. Ich werde also nochmal über jeden Nagel gehen und richtig, richtig schön andrücken. Das hätten wir. Dann ist hier einmal in dem kleinen Täschchen alles dabei, was ihr dafür benötigt. Nämlich einmal so ein kleines Pusher-Ding, die ich eigentlich nicht mag, aber für diesen Zweck ist es wirklich immer perfekt und auch nur dafür nutze ich sie auch noch. Und dann gehe ich nochmal richtig an jeden Rand ran. Und kann auch nochmal schauen, muss ich vielleicht doch nochmal so ein bisschen anheben und nachziehen. Weil jetzt hier gerade am kleinen Finger hätte ich vielleicht doch so ein bisschen mehr von Anfang an ziehen können. Das werdet ihr alles gleich dann noch am Ende sehen. Aber an für sich bin ich relativ zufrieden. Und gerade auch wenn ihr keinen Handschuh tragt, nehmt euch dieses Rosenholzstäbchen einmal hier mit der abgeschrägten Variante und dann einmal schön festdrücken, bevor ihr wirklich an den letzten Rest rangeht, der da oben noch übersteht. Ja, und was ihr jetzt halt eben gut andrückt, spart euch später den Ärger, falls es sich anheben sollte. Das darf hiermit nicht mehr passieren oder auch, dass man mal in den Haaren hängen bleibt. Das verhindern wir hiermit. Na, ich kann tatsächlich sogar auch mit dem Stäbchen so ein bisschen die Folie dahin ziehen, wo ich sie haben möchte. Dann nehmt ihr euch die Feile, die dabei ist und dann könnt ihr das Ganze runterfeilen. Und ich werde das Ganze nicht gerade komplett runterfeilen, sondern schräg ansetzen. Ich habe ultra kurze Fingernägel, da gibt es nicht viel, was ich da irgendwie an Überstand habe. Da muss ich so ein bisschen auf mein Hyponokium aufpassen, aber dürfte kein Problem sein. Das wäre also das und ich finde, jetzt gerade sieht man noch, dass es Gelfolie ist. Wir sind noch nicht an dem Punkt, wo man sagt, lackiert, nicht lackiert, was trägt sie auf den Nägeln? Dazu kommen wir jetzt einmal, nämlich mit dem UV-Topcoat von Manifix selber. Hier unten habe ich schon meine Lampe und den werde ich jetzt einmal auftragen. So, und ihr habt es euch vielleicht schon gedacht, vorher gönne ich mir noch eine Runde mit dem Rosenholzstäbchen, einfach um nochmal sicher zu gehen, dass es wirklich komplett überall drauf ist oder eben ihr habt einen Handschuh an und geht dann nochmal richtig schön rüber und seid wirklich sicher, dass ihr einen sauberen Arbeitsplatz habt und hier keine großen Fusseln umherfliegen. So, dann gönne ich mir einmal. Ich versuche jetzt eine nicht allzu dicke Schicht aufzutragen. Und das Schöne ist ja hierbei, das härtet erst unter der Lampe aus, also kann ich mir alle Zeit der Welt lassen und wirklich schauen, dass ich alle Seiten schön mitgenommen habe. Ich mag auch übrigens diesen Topcoat sehr, sehr gerne, weil er nicht mega, mega flüssig ist, sodass ihr sehr viel Kontrolle habt. Also das fließt euch nicht direkt in die Nagelränder und flutet diese, sondern ihr habt wirklich super, super viel Kontrolle und alle Zeit der Welt, den schön aufzutragen. So, ich mache einmal nur erstmal die vier Finger. So, das war das. Ich mache jetzt noch einmal schnell den Daumen und dann zeige ich euch die Nägel. Das sind jetzt die fertigen Nägel. Kann man auch schon direkt anfassen, den Haushalt schmeißen oder was ihr auch immer damit machen wollt. Bin tatsächlich so ein bisschen hier unten an die Ränder gekommen bei den beiden Fingern, aber es sei mir verziehen. Ich habe es ja nicht direkt von meiner Nase gemacht, sondern für die Kamera so ein bisschen weiter entfernt. Ne? Mache ich aber auch sehr gerne immer wieder für euch. Und das ist natürlich nicht super schlimm. Also es wird jetzt noch abgehen und so ein bisschen
Gehe vielleicht auch damit rüber, aber dadurch sieht es natürlich nicht super schön aus. Also Leute, macht es besser als ich mit den Rändern. Ansonsten muss ich wirklich sagen, ich bin mal wieder sehr, sehr begeistert von Manifix. Und ich zeige euch gerne mal, wann überhaupt so eine Folie reißen sollte. Wir geben uns jetzt mal richtig viel Mühe und reißen mal dran, was das Zeug hält. Und meine Befürchtung war ja eben, dass das Design super kaputt geht, wenn man überhaupt daran zieht. Aber auch hier, ne, kann man sehen, dass das gar nicht der Fall ist. Das Design bleibt, wo es ist. Und nicht mal da ist eben gerade das Roségold irgendwie aufgesplittert oder dass man Löcher drin hatte. Das ist nicht passiert, aber dieser Riss ist passiert. Also irgendwann reißen sie euch, aber sie machen einiges mit da. Also ich muss sagen, ich habe Lust auf noch mehr Designs von Manifix. Gerne Sachen, die man so zu Hause entweder zu aufwendig machen muss oder einfach auch gar nicht machen kann. Also ich wüsste jetzt nicht, ob ich das so schön zu Hause hinbekommen hätte. Erst recht auch, weil hier unter in dem hellen Untergrund sind noch so leichte Schattierungen zu erkennen. Das ist Fummelarbeit, Nail Art, habe ich nicht immer die Zeit. Und lasst euch nicht täuschen, hier vorne sieht es aus, als ob eine Ecke fehlt, aber da ist einfach Roségold dran. Hätte ich vielleicht ein bisschen besser ziehen sollen, noch so ein bisschen darüber hinaus. Sieht jetzt vielleicht etwas unglücklich aus, aber in Real Life weiß ich natürlich, dass es Roségold ist. So, alles Deko. Ich bin jetzt fertig, werde versuchen, euch noch ein schönes Bild zu machen mit fertigen, hübschen Händen, nicht so trocken, wie sie jetzt gerade sind. Und ich muss mal wieder sagen, Manifix liefert absolut ab. Ihr habt es gesehen, Manifix kann auch Nail Art und davon bin ich richtig begeistert. Also bei Babyboomer war ich schon voll auf deren Seite, jetzt natürlich noch mehr. Es sieht so gut aus, das Muster zerreißt euch gar nicht, das verzerrt sich nicht beim Ziehen. Ich bin sehr, sehr happy damit und wenn ihr das wirklich erstmal raus habt, wie ihr das richtig schön auf eure Nägel bekommt, dann sieht es wirklich 1A aus und da gibt es gar nichts dran zu mäkeln. Ich finde das ein richtig gut durchdachtes Konzept. Ich liebe die Produkte von Manifix und ich freue mich auf noch mehr Nail Art in Zukunft. Für alle so eine Geschichten halt mit Nail Art, die man zu Hause entweder nicht machen kann, nicht machen möchte oder für die man einfach 1000 Sachen an Equipment braucht. Klar habe ich auch da aber nicht immer Lust, auch wirklich alles rauszukramen. Also es wäre schon sehr nice. Ich bin sehr gespannt, was in Zukunft da uns noch erwarten kann bei Manifix. Und jetzt habe ich noch gute Nachrichten. Habe ich ja schon so ein bisschen angeteasert. Ich darf nämlich 5 Sets an euch weiter verlosen. 5 Personen darf ich glücklich machen. Natürlich mit Marvel Dream, mit was denn auch sonst. Da ist natürlich dann auch der Topcoat dabei. Und für diejenigen, die zu Hause schon eine Lampe da haben, den Topcoat und sich denken, ich könnte mir noch mal neue Folien von Manifix gönnen. Da gibt es auch immer noch den Code LALALUNIA30. Da könnt ihr sehr, sehr gerne auf deren Internetseite vorbeischauen. Ich drücke euch die Daumen fürs Giveaway. Alles, was ihr dafür genau wissen müsst, findet ihr unten in der Infobox. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Glück und das war es dann einmal von meiner Seite. Bin gerade so ein bisschen traurig, dass wir schon am Ende angekommen sind, weil ich einfach so das Gefühl habe, endlich können wir miteinander wieder reden. Es fühlt sich richtig gut an, wieder hier zu sitzen. Wir sehen uns schon beim nächsten Mal dann wieder und bis dann. Muah.